Pflasterdiskussionen haben in Waidhofen Tradition. So auch jetzt nach der Fertigstellung des Pflasters am Hohen Markt, wo quer durch die Parteien nicht alle Sinn und Notwendigkeit nachvollziehen konnten. Dazu der Bürgermeister. Herr Bürgermeister, wir stehen da auf dem Hohen Markt, frisch neu gepflastert. Sie haben sich für dieses Pflaster sehr eingesetzt. Ist das jetzt hier eine Behübschung der Stadt oder haben Sie auch andere Motive gehabt, um dieses Szenarium hier jetzt neu zu gestalten? Ja, schauen Sie, wir haben uns vor 2 Jahren begonnen, mit dem Hohen Markt intensiver auseinanderzusetzen. Wir haben damals gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt, mit den Geschäftsinhabern, mit Politik und Verwaltung hier beschlossen, einen Maßnahmenplan zu erarbeiten. Haben wir dann mit dem Architekt Wolfgang Ritsch aus Vorarlberg, der auch für die Messe Wieselburg tätig ist, und mit dem Stefan Lettner von der ZIMA den wirtschaftlichen Teil hier abgearbeitet. Herausgekommen ist eben ein Papier, ein Konzept, das 10 wesentliche Punkte vorsieht. Und einer dieser Punkte, der immer wieder auch gekommen ist in den ganzen Workshops, ist die Frage der Oberflächengestaltung. Ich habe das damals im Juni 2017, wie wir diesen fertigen Plan dann hier noch einmal präsentiert haben und auch der Gemeinderat den beschlossen hat, habe ich gesagt, das ist eine wichtige Sache, hat aber für mich nicht die alleroberste Priorität. Wir haben andere Fragen zu klären. Wir haben eine Fassaden- und Portalaktion beschlossen. Wir haben einen Mietzuschuss speziell auf den Hohen Markt abgestimmt. Wir haben ein Standortexposé erarbeitet. Wir haben den Stefan Lettner mit der Akquise für diesen Hohen Markt beauftragt und, und. Als aber dann im heurigen Frühjahr die Sache mit der Glasfaserverlegung schlagend geworden ist und der Hohe Markt doch in weiten Strecken aufgegraben war, da habe ich mir gedacht, es wäre jetzt eigentlich fast schildbürgerlich, das vorübergehen zu lassen, ohne diese Frage noch einmal intensiv zu prüfen. Das haben wir dann getan. Ich habe mit den Geschäftsleuten gesprochen, wir haben uns erkundigt, wie das mit der finanziellen Frage ist, wie das mit der zeitlichen Komponente sich ausgeht. Und dann haben wir zugegebenermaßen relativ rasch entscheiden müssen, ja oder nein, und die Entscheidung ist auf ja gefallen. Gut, die finanzielle Komponente mit der Glasfaserverlegung ist eine, aber das ist wahrscheinlich nicht maßgebend, wenn man das Gesamtvolumen ansieht, ja, was dieser Markt kostet. Es war natürlich so, dass jetzt nicht alle Geschäftsleute ihrer Meinung waren und auch Gegenstimmen aufgetaucht sind, dass diese Pflasterung nicht unbedingt nötig sei. Vor allem auch, weil ein Großteil der Pflasterung ja intakt war und jetzt einfach neu gestaltet wurde, was man natürlich wieder Kosten aufgeworfen hat. Ja, aber wie ich schon erwähnt habe, wie wir dieses Papier, dieses Maßnahmenplan für den Hohen Markt erarbeitet haben, ist von den Waidhofnerinnen und Waidhofer selbst gekommen. Schaut euch die Oberfläche hier an. Die Oberfläche ist nicht das, was eigentlich dem Schmuckkastel unserer Stadt hier entsprechen soll. Und also mit Waidhofnern meinen Sie die Anrainer hier am Hohen Markt? Diejenigen, die an diesem Maßnahmenplan mitgearbeitet haben, es waren alle eingeladen und letztendlich bei der Präsentation, wie wir das gemacht haben, waren wir im Weißen Rössel drin, da waren glaube ich 80 Leute anwesend und die haben alle einhellig diesen Maßnahmenplan auch zur Kenntnis genommen, zustimmend. Jetzt liegt diese Pflasterung hier und was erwarten Sie sich jetzt davon, außer dass es schön ausschaut? Schauen Sie, in Wirklichkeit, es ist ein Oberflächenbelag. Der ist schön, der wirkt, der obere, also dieser Hohe Markt wirkt jetzt einfach wirklich ganz, 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 ganz anders. Das bestätigen wirklich alle, auch die Kritiker bestätigen das. Aber darauf kommt es ja nicht vordergründig davon. Davon kommt es, so wie wir bei der Eröffnung hier gezeigt haben, dass dieser Hohe Markt lebendig bespielt wird. Auch damit haben wir im vergangenen Jahr im Herbst bereits begonnen. Heuer ist es ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil natürlich diese Baustelle war. Aber wir arbeiten schon auch wieder an diesen Konzepten, vor allem für den Samstag, für diesen Schmankerlmarkt.
den halte ich für ein ganz, ganz wichtiges Produkt, das noch nicht dort ist, wo es eigentlich hingehört und wo es hinkommen soll. Da müssen wir, und mit mir meine ich jetzt wieder alle miteinander, daran arbeiten, dass der hohe Markt einfach lebendig wird, lebendig bleibt und einfach so, wie er sich am Samstag präsentiert hat, als das Wohnzimmer der Waidhofnerinnen und Waidhofner auch wahrgenommen wird.